Wieder ein neuer Tag in der Werkstatt und heute geht es mal endlich wieder wirklich um die Werkstatt und um den Ausbau. Heute geht es also weiter mit dem Ausbau der Werkstatt und um euch jetzt zu zeigen, was ich gerne machen möchte, habe ich die Kamera mal ein bisschen weiter weggestellt, so dass ihr jetzt hier fast die komplette Werkstatt seht. Und ich bin immer noch bei der Überlegung, wie ich das Ganze einrichte. Den letzten Stand, den ich euch gesagt habe, war, dass die beiden Module hier in der Mitte stehen, wo sie jetzt stehen. Das soll auch erstmal so bleiben. Hier hinten ist die provisorische Werkbank, wo auch drei Module hin sollen. Das ist auch nach wie vor geplant. Allerdings wollte ich dahinter, also an diese graue freie Wand hier, dann eine French-Clean-Wand bauen. Das werde ich nicht tun. Erster und wichtigster Grund dafür ist, dass meine Module ja 80 cm tief sind. Und wenn ich dann vor der Wand stehe und erstmal über 80 cm Werkbank drüber greifen muss, um dann irgendwo an die French-Clean-Wand zu kommen, dann ist mein Radius, wo ich Dinge erreiche, dann doch relativ eingeschränkt. Und deswegen werde ich die Wand jetzt hier hinten erstmal freilassen und die French-Clean-Wand oder Wände an einer anderen Stelle positionieren. Hier auf den Seiten links und rechts habe ich ja die Balken von der Hochebene und die möchte ich jetzt nutzen, um dort meine French-Clean-Wand zu bauen. Der einfachste Weg wäre jetzt sicherlich einfach auf die Balken Multiplexplatten, die schon hier stehen, einfach drauf zu schrauben und dann hätte ich eine schöne glatte Wand und könnte ja dort einfach die French-Clean-Leisten draufschrauben und die Sache wäre erledigt. Allerdings gefällt mir diese Lösung nicht wirklich. Zum einen habe ich ja hier oben diese Kopfbänder. Das heißt, ich könnte die Platten nicht ganz bis hoch schieben, sondern hätte oben dann so eine riesen Lücke drin über der Wand. Das finde ich einfach optisch nicht schön. Und zum anderen verliere ich sehr viel Raum, denn ich habe ja die Dicke der Balken und dahinter ist ja dann noch Luft und dann kommt erst die Wand. Und das würde ich quasi komplett verlieren und würde ja sogar auf die Balken nochmal 1,5 cm eine Platte draufschrauben. Deswegen habe ich mich entschieden, dass ich die French-Clean-Wände jetzt in den Balkenzwischenraum einbringen möchte. Das heißt, hier hinten an die Balken ran kommen kleine Leisten und darauf kommt dann von vorn die French-Clean-Wand, so dass die zwischen den Balken mehr oder weniger verschwindet und da kommen dann die French-Clean-Leisten drauf. Ich werde das sicher nicht bei allen 8 Segmenten machen, sondern erstmal bei einem anfangen und zwar in diesem Segment hier und schauen, ob das Ganze so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wobei ich jetzt nicht wüsste, was da schief gehen sollte. Genau, und werde das dort erstmal reinbauen und werde das dann je nach Bedarf auch vielleicht entsprechend erweitern, um hier mehr Möglichkeiten haben, das Ganze dann zu nutzen. Um jetzt heute erstmal mit dem ersten Segment anzufangen, muss ich hier unten erstmal dieses ganze Holz wegräumen, dann das Multiplex zurechtschneiden, was hier steht, dann wird das Ganze dort eingebaut als eine Fläche und darauf kommen dann die French-Clean-Leisten. Ja, und dann bin ich fertig. Mal schauen, wie schnell das Ganze geht. Alle, die schon etwas länger dabei sind oder sich die alten Videos angeschaut haben, wissen vielleicht noch, dass ich ursprünglich von diesen Latten hier, von diesen Dachlatten hier gern noch mehrere einziehen wollte, also pro Segment ungefähr noch 4 Stück, um das Ganze ein bisschen zu stabilisieren, da diese Balken unten ja nicht befestigt sind. Die stehen unten nur auf dem Fußboden auf und mit diesen Querverbindungen wollte ich das Ganze ein bisschen stabilisieren. Diese Aufgabe übernimmt jetzt die Multiplexplatte. Das Ganze wird ja hier flächig eingebunden zwischen die beiden Balken. Und um das Ganze zu befestigen, nutze ich die Dachlatten, die ich ja schon gekauft habe. Und werde die hier hinten dann bündig mit den Balken anbringen und einfach hier verschrauben und dann von vorn die Multiplexplatte draufschrauben. Und dann wird das Ganze so zwischen den Balken sein.
Ich überlege jetzt gerade, ob ich die Dachlatten eventuell einmal in der Mitte längs einfach teile, um ja einfach Material zu sparen, denn so massiv muss das Ganze eigentlich nicht sein. Die sind ja jetzt 6x4 und ich denke 3x4, also einmal in der Mitte geteilt, sollte vollkommen ausreichen. Denn mehr als 3 cm Auflagefläche für die Multiplex-Platte brauche ich eigentlich nicht. Und ja, das würde mir einiges an Material sparen. Ich war jetzt gerade vorhin noch im Baumarkt und habe geschaut, was diese Latten jetzt kosten. Und da kostet eine Latte 6x4 in 3 Meter Länge 9 Euro für eine Dachlatte umgehobelt. Das sind schon echt Preise, damit muss man umgehen können. Aber ich habe ja zum Glück den Altbestand noch von Anfang des Jahres und da waren die noch um einiges billiger. Nachdem ich das Ganze gesägt habe, habe ich jetzt hier also die geteilten Dachlatten. Die sind jetzt nur noch 3x4 cm und die kommen an die Balken hier hinten ran und darauf kommen die Multiplexplatten. Die habe ich jetzt auch schon fertig gesägt. Also die Breite ist so geblieben, wie eine normale Platte ist, also 1,25 m. Und das Ganze ist jetzt 85,3 cm in der Breite gesägt. Das heißt, das Ganze passt dann jetzt hier genau zwischen die Balken. So, und das werde ich jetzt alles verschrauben. Allerdings gibt es noch zwei Punkte zu bedenken. Zum einen möchte ich hier unten eine Lücke von 6 cm lassen. Deswegen ist jetzt hier diese Dachlatte drin. Hier werde ich jetzt also die Multiplexplatte aufstellen und festschrauben. Danach werde ich wahrscheinlich diese Latte hier, diese Dachlatte wieder rausnehmen. Ich möchte einfach, dass hier unten ein bisschen Luft ist zum Fußboden und die Multiplexplatte nicht direkt auf dem Fußboden aufsteht. Und zum anderen werden die Multiplexplatten, die ich jetzt dran schraube, erstmal nur ungefähr bis hierher gehen, ungefähr bis 2,55 m. Und oben sind dann nochmal 45 cm frei. Die werden später auch noch geschlossen, aber da kommt natürlich kein French-Cleat-System mehr ran, weil ja, da hoch komme ich nicht. Da brauche ich also auch kein French-Cleat. Es sei denn, ich würde hier irgendwie einen extrem langen Halter oder Schrank hinbauen, aber da würde ich dann nur ein kleines Stück irgendwie mal anschrauben, wenn das notwendig wird. Aber auf jeden Fall werde ich da nicht das komplett bis hochziehen, das Ganze. Ich habe jetzt hier die ersten beiden
Platten ran gemacht. Und wenn ich jetzt hier mal rangehe, dann sieht man auch mal, wie hoch das Ganze ist. Also ich komme jetzt hier noch nicht mal oben an die Kante ran. Und da sind dann noch 45 cm ungefähr, die ich dann später noch zumache. Das werde ich aber jetzt erstmal nicht machen, sondern ich mache jetzt hier die zweite Seite noch. Also das fällt hier noch zu. Und dann ist das mein Beginn der French-Gliedwand. Und was dann natürlich auf jeden Fall noch fehlt, sind die Leisten, also die eigentlichen French-Gliedleisten. Auch das werde ich mit Multiplex machen. Das muss ich natürlich noch zurechtsägen. Und die werden aber 6 cm hoch sein. Und ich habe jetzt erstmal nur das Ganze mit ganz wenigen Schrauben festgemacht. Also die obere Platte ist nur mit 2 Schrauben fest. Denn das Ziel ist dann eigentlich später, dass man keine Schrauben sieht. Das heißt, dass die French-Gliedleisten die Schrauben, die die Multiplex-Platten halten, verdecken. Und ich habe das jetzt so grob ausgerechnet, dass das ungefähr so hinhauen müsste, dass die jetzigen Schrauben ungefähr verdeckt sind. Aber genau, das werden wir dann später sehen, ob das so ist. Und deswegen habe ich jetzt erstmal nur so ganz wenige Schrauben benutzt. Hier in der Mitte, wo der Schnitt zwischen den beiden Platten ist, da kommt auf jeden Fall eine Leiste ran, so dass sie das Ganze dann verdeckt und man weder von den Schrauben noch von dem Schnitt hier drin irgendwas sieht. So, nachdem jetzt hier die Platten dran sind, kommt der eigentliche Witz, nämlich die Leisten, die French-Gliedleisten. Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze machen kann. Ich habe mich jetzt hier für dieses Parallelogramm entschieden. Das heißt, sowohl die obere als auch die untere Seite haben einen Winkel von 45 Grad. Und das Ganze kann ich jetzt hier ranmachen. Das verdeckt dann, wie schon gesagt, sowohl den Schnitt hier als auch die Schrauben. Wobei dann natürlich auch wieder Schrauben ran müssen, die das Ganze halten, aber anderes Thema. Und hier, das wäre sozusagen jetzt mal beispielhaft der Abstand. Also ich möchte einen Abstand von 6 cm haben, von Leiste zu Leiste. Und die Leisten an sich haben auch eine Höhe von 6 cm. Und wenn ich jetzt hier das Ganze so habe, kann ich mir dann hier einen Halter nehmen, jetzt mal symbolisch auch nur so eine Leiste, und kann das Ganze hier einhängen und dann hängt das Ganze drin. Der Abstand ist relativ gering mit 6 cm. Wie gesagt, gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden und werde das jetzt erstmal an einer Wand machen und schauen, wie das Ganze passt. Und ich habe ja hier noch genug andere Möglichkeiten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich zum Beispiel auch eine so eine Wand mache für Schraubzwingen und dort dann zum Beispiel die Abstände größer mache, weil man da einfach nicht so kleine Abschnitte braucht. Aber das hier soll jetzt erstmal für kleine Halterungen und so weiter eine Wand werden. Und deswegen werde ich hier mit diesen 6 cm arbeiten. Ich versuche auch an einer 6 cm schrittweise dann vorzugehen. Das heißt, wenn ich dann andere Abstände mache, würde ich das mit 12 und 18 cm machen. Einfach damit das Ganze einheitlich ist. Und wenn ich zwei French-Gliedwände nebeneinander habe, die unterschiedliche Abstände haben, dann aber trotzdem, wenn dann eine Leiste ist, auf beiden Seiten das Ganze auf derselben Höhe ist. Nur dass hier halt größere Abstände sind und hier kleinere Abstände. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es gibt ja zum Thema French Gliet sehr viele Videos. Zum einen, warum das alles ganz schlimm ist, zum anderen, warum das alles ganz toll ist, was man alles anders machen kann, warum das alles nicht geht. Einer der größten Kritikpunkte an einer French Gliet-Wand ist ja unter anderem, dass die Leute dann sagen, ich habe mir jetzt hier eine riesen French Gliet-Wand gebaut mit ganz vielen Haltern und so weiter, aber nutze den eigentlichen Effekt einer French Gliet-Wand nicht, nämlich, dass man das Zeug umhängt und drüber schiebt, wenn man mal Platz braucht, weil man einfach eine fertige Wand hat und die ist halt dann so, wie sie ist. Das Argument ist für mich jetzt nicht so relevant, weil ich weiß, dass bei mir da eine relativ hohe Fluktuation sein wird, weil ich einfach viele Dinge, gerade viel Handwerkzeug noch nicht habe und deswegen immer neues Zeug dazukommen wird und ich dann das entsprechend drüber schiebe, mehr Platz mache, vielleicht auch eine neue Halterung baue, weil einfach neues Werkzeug dazugekommen ist und so weiter. Insofern denke ich zumindest in den nächsten 1, 2 Jahren wird bei mir da eine relativ hohe Veränderung sein. Und deswegen ist das System für mich gerade super. Jetzt geht es also an das Schneiden der Leisten für die erste Wand.
Ich habe jetzt hier die erste Leiste meiner French Gliedwand fertig, auch schon ein bisschen oben die Kanten gebrochen, damit man sich nicht mehr ganz so schnell daran verletzt. Und ich werde jetzt hier in der Mitte anfangen, das Ganze in Waage zu bringen und dann von der Mitte aus nach oben und nach unten gehen. Einfach weil ich auf jeden Fall eben diese Schrauben und die Kante der beiden Platten überdecken möchte. Und da die auf beiden Seiten, also auch auf dem anderen Feld und auch bei den anderen, die kommen werden, immer an derselben Stelle sein wird, ist das, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit. Warum ist sie immer an der gleichen Stelle? Weil ich ja eine gesamte Multiplex-Platte in der gesamten Breite von 1,25 m nutze. Und deswegen, ja, die Multiplex-Platten sind halt immer 1,25 m breit. Von daher ist es immer dieselbe Höhe. Jetzt sind alle Leisten geschliffen und auch gebohrt. Die Abstände sind jetzt immer gleich, vom Rand 6 cm, dann eine Bohrung in der Mitte und dann wieder 6 cm bis zum Rand, so dass, wenn man die Schrauben sieht, dass das zumindest einheitlich aussieht. Und dann habe ich mir jetzt hier noch ein kleines Stück, auch 1,5 cm Multiplex geschnitten, was der Abstand für meine Leisten ist. Das heißt, das setze ich hier einfach oben drauf und kann dann hier die nächste Leiste ansetzen. So, werde natürlich trotzdem immer noch mal mit der Wasserwaage kontrollieren, dass das Ganze auch passt. Das sieht gut aus und so geht es jetzt weiter. Unter die Leiste werde ich jetzt hier nochmal Schrauben in die Platte machen. Das heißt, ich kann mir das jetzt hier ungefähr markieren, dass hier und hier ich die Schrauben, also die Löcher reinbohren kann. Und dann ist das Ganze von der nächsten Leiste verdeckt. Der erste Teil meiner French Gliedwand ist fertig, wie ihr sehen könnt. Das sind jetzt 13 Leisten mit jeweils 85 cm in der Länge. Und das kann natürlich sowohl nach unten beliebig weitergeführt werden. Nach oben macht es nicht wirklich Sinn, weil man nicht rankommt. Und dann natürlich hier auf der Seite und die anderen Bereiche zwischen den Balken kann man natürlich auch noch entsprechend dann weiter ausbauen, je nachdem, wie viel Bedarf ich habe. Wenn ihr jetzt im Hintergrund gerade irgendwie laute Musik und Rumgegröle hört, meine Nachbarn haben irgendwie gerade beschlossen, eine Party zu feiern. Ich will sie daran nicht hindern und hoffe einfach, dass möglichst nicht viel davon zu hören ist. Und jetzt hier nochmal näher an der French Gliedwand, um das Ganze nochmal zu zeigen, vielleicht auch für diejenigen, die noch nicht wissen, was eine French Gliedwand ist. Und zwar kann man jetzt für diese Wand, die ja diese Schrägen hier nach hinten 45 Grad Winkel haben, ganz viele Halterungen bauen und ja alles Mögliche, was man eben dann da ranbauen kann und dann das Ganze hier reinsetzen und es hält einfach. Jetzt kann ich hier eine Tasse Kaffee oder auch was deutlich Schwereres draufstellen, kann hier also auch dran ziehen
und das Ganze hält. Und der Vorteil ist, ich kann das halt jederzeit umhängen. Wenn ich Platz brauche, kann ich das irgendwo rüberschieben und ja, habe da sozusagen eine variable Werkbank. Und das ist ja eine ziemlich coole Sache, wie ich finde. Und wollte das eigentlich schon sehr lange umsetzen. Und jetzt habe ich endlich die Gelegenheit dazu gehabt und freue mich über meine French Gliedwand. Für euch bedeutet das natürlich, dass in näherer Zukunft vermutlich mehrere Videos zu dem Thema kommen, dass ich irgendwelche Halterungen oder ähnliches baue. Aber ich werde natürlich versuchen, ein bisschen Abwechslung reinzubringen und auch immer mal wieder ein paar andere Sachen, ja, mit zu zeigen. Bevor ich mich jetzt verabschiede von euch, noch zwei Punkte. Der eine ist weniger schön, nämlich dass vor meinen Videos, wie ich jetzt gesehen habe, zum Teil Werbung kommt. Diese Werbung wird von YouTube geschaltet. Ich habe da überhaupt keinen Einfluss drauf und ich verdiene auch daran nichts, sondern das macht YouTube. Das ist eine Neuerung seit ein paar Monaten, dass YouTube hier gesagt hat oder sich vorbehalten hat, auch vor kleineren Kanälen vor den Videos Werbung zu schalten. Da ich aber noch kein YouTube-Partner bin, ja, kann ich da keinen Einfluss drauf nehmen und wie gesagt, verdiene auch leider nichts dran. Und ihr müsst euch trotzdem diese Werbung angucken. Das ist natürlich schade, aber ich kann es nicht ändern. Der andere Punkt ist wesentlich positiver. Ich habe die 300-Abonnenten-Marke geknackt und es geht auch deutlich weiter. Und das finde ich natürlich super, denn das, ja, sagt mir, dass die Inhalte irgendwie interessant sind, euch gegebenenfalls gefallen. Und ja, ich werde damit also weitermachen und freue mich, dass ihr zuschaut. Jetzt wünsche ich euch aber eine schöne Woche und wir sehen uns nächsten Samstag wieder zum nächsten Video. Um was es da gehen wird, das weiß ich noch nicht. Vielleicht mache ich hier ein bisschen weiter. Vielleicht kommt das letzte Busvideo. Ich weiß es noch nicht. Lasst euch einfach überraschen. Bis dahin. Ciao.